Der Macher der Ancient Monkey Mod hat wieder komplett gekocht und hat den Vampire Monkey rausgebracht, Leute. Und ihr seht schon, hier ist sehr, sehr, sehr viel in dieser Mod enthalten. Also wir können uns am Anfang einen Charakter aussuchen und danach können wir diesen Charakter leveln. Wir haben hier jetzt Select a Character, also wir haben zur Auswahl gerade den Bombshooter, den Tech-Shooter und den Engineer Monkey. Und hier sieht man, was so die Werte sind. Und ich glaube, wir gehen einfach mal mit dem ersten. Und das wird dann ein dreiteiliges Video. Ich werde dann wahrscheinlich noch eins zum Tech-Shooter und zum Bomb-Shooter machen. Und wir gehen als erstes mal hier drauf. Gain one projectile every 15 Level. Okay, das klingt schon mal sehr crazy. Und ich glaube, das hier, was jetzt hier diese Bar links darstellt, ist unsere Erfahrungsleiste. Jedes Mal, wenn wir einen Blumen kaputt machen, ja, kriegen wir hier Erfahrung. Und dann passiert etwas. Wir haben hier noch keine Icons, also die Mod ist sehr, sehr im Early Develop gerade. Und ta Tatsache, also wir haben hier jetzt verschiedene Sachen. Und zwar haben wir Level Up Reward. Wir haben ein Level Up bekommen und können uns jetzt Sachen auswählen. Also wir hätten hier zum Beispiel Jungle Drums, das gibt allen 10% Attack Speed auf der ganzen Map. Wir haben einfach Dart oder das blaue Nail. Wir haben gerade Nail Level 0. Und wenn wir das upgraden, haben wir jetzt auf Level 1 und kriegen dadurch ein extra Projectile. Das nehme ich mal. Und dann werde ich das Ganze jetzt weitermachen und wir werden uns das einfach heute mal angucken. Also er schießt jetzt gerade drei von den Sachen und man merkt, es ist halt noch Early Development. Also er hat auch noch kein Bild und so. Ich denke, das wird alles noch kommen und der wird auch verschiedene Charakter bringen. Okay, wir können jetzt Nail auf Level 2 machen oder wir können Goggles nehmen. Dadurch kriegen wir plus 10 Range oder Jungle Drums. Ich glaube, ich gehe hier auf jeden Fall nochmal auf Nail. Ein extra Projectile, 50 extra Damage. Das sieht ziemlich overpowered aus. Und wir haben noch ein Level-Up-Reward. Und zwar Blacksmith für 10% Pierce, Dorn oder Dart. Ich glaube, ich gebe Blacksmith, weil einfach für das andere. Oh mein Gott, wir leveln echt viel zu schnell. Plus 10% Erfahrung. Ja, klar, nehmen wir, weil dann leveln wir schneller. Dann als nächstes, oh, wir können das auch wieder upgraden. Wir können das jetzt wieder upgraden und haben nochmal 10% mehr Pierce. Okay, ich gehe nochmal auf Nail. Okay, das ist eine sehr geile Mod. Genau sowas habe ich ja schon ganz oft gesagt, wünsche ich mir von Ninja Kiwi selber als Hero, dass du so hochlevelst und verschiedene Sachen auswählen kannst. Das wäre so geil. Wir kriegen MIB und wir kriegen ein Projectile. Ja, nehme ich. Okay, nice. Und als nächstes kriegen wir. Haben wir wieder ein Level Up und wir könnten jetzt Jungle Drums nehmen oder Tech. Ich nehme mal Jungle Drums. Ich will, dass die Techs ein bisschen stärker sind. Und MIB haben wir auch. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen gegen Unsichtbar und gegen Blei und sowas. Mittlerweile, ich finde, wir sind schon sehr, sehr stark. Wir können. Ja, was rede ich eigentlich? Wir leveln Nail auf jeden Fall auf Level 10. 50% Attack Speed und oder Projectile Speed und so und mehr Schaden die ganze Zeit und extra Projectiles. Das ist schon wirklich the way to go, glaube ich. Und ich denke. Ja, ich mache das Ganze mal ein bisschen schneller. Wir könnten jetzt hier auf Dart Stock gehen. Das ist was Neues. Und zwar gibt das alle Projectiles plus 1. Das mache ich mal. Dann Lightning Bolt, alle Projectiles. Ne, aller Schaden um 10% erhöhen. Okay, das nehme ich auch. 10% mehr Schaden ist sehr gut. Ja, also die Bloons haben gar keine Schnitte gegen uns. Das hier sind jetzt gerade aber alles Buffs. Wir haben noch keine Waffen genommen. Projectile Size können wir erhöhen. Size Potion. Aber wir haben auch nur noch eins zur Auswahl. Deswegen gehe ich erstmal auf Nail. Weil vielleicht gibt es ja noch was Besseres, was wir später nehmen können. Nochmal Nail. Also die Nail Gun, die ist insane. Guckt euch mal an, wie groß diese Darts jetzt schon sind. Also wir sind in Runde 25 und der ist komplett am Carryen. Wir könnten halt Range gehen oder Projectile Size. Ich glaube, ich gehe auf Range. Weil ich glaube. Na, wobei. Projectile Size ist halt schon krass, ne? Ich glaube, es ist fürs Video auch cooler, wenn ich Projectile Size gehe. Das hier gehe ich nochmal. Noch ein extra Projectile. Wie viele schießen wir bitte? Guckt euch das mal an. Wir schießen irgendwie 20 Darts oder so. Beziehungsweise Nails. Das ist ja komplett crazy. Level 9. Okay, 50% Damage, 25 Attack Speed, 50 Pierce. Sehr geil. Und danach, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Upgrade kriegen wir noch? Ne, wir haben es jetzt, glaube ich, auf 10 schon. Okay. Ich gehe mal auf Magic. Magic will ich auch haben. Magic schießen wir aber bisher jetzt noch nicht. Dann haben wir Projectile Size. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Okay, als nächstes nehme ich Pierce. Dann nehme ich plus 10% Damage. XP.
Und gleich sollten wir auch gegen den Moab kommen in Runde 40. Ich finde das so, das ist irgendwie satisfying, wenn du deinen Charakter levelst und du kannst dann einfach irgendwie ein Talent auswählen. Das ist, finde ich, geil. Sehr geil gemacht. Haben wir gerade eigentlich den Moab gewonshottet? Sah so aus. Shuriken, klar, warum nicht? Wir nehmen auch Shurikens mit. Dann nehmen wir als nächstes Attack Speed. Dann nehmen wir Projectile Size. Ein Dart nehmen wir auch mal mit, weil ich habe bisher noch nichts Besseres gesehen. Ich werde das Ganze mal in einem Speed-Modus machen, dass ich hier immer schön schnell level und upgraden kann. Also, als nächstes gehe ich auf jeden Fall, will ich hier Pierce komplett auf Max machen. Tag nehmen wir auch mit. Ja, wir gehen plus 10% Pierce, 10% Erfahrung, nochmal 10% Erfahrung. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Bombe mit. Und ja, was leveln wir als nächstes? Tag könnten wir leveln. Wir sind jetzt hier auch mittlerweile im Freeplay. Jetzt können wir mal eben in Ruhe leveln. Tag plus 8 Projectiles. Okay, klar, nehme ich mit. Nochmal 10% mehr XP. Projectile Size auf jeden Fall. Attack Speed. Nochmal, wobei Projectile extra. Damage. Okay, nice. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr krass unterwegs. Wir brauchen theoretisch auch gar nicht Double Cash, weil die ganzen Upgrades kosten kein Geld. Und wir sind hier wirklich sehr, sehr stark am... ja, die Blooms haben vernichtet, also es kommt wirklich wenig durch. Projectile Size auf jeden Fall nochmal. Okay, wir können jetzt noch einige Upgrades gehen. Ich gehe jetzt nochmal auf Attack Speed, Projectile Size. Oh, Nails Evolution, Item Required, Size Potion. Oha, es gibt sogar verschiedene Upgrades. Da brauchst du dann das passende Item für. Also unten sind die Items und oben sind halt die Waffen. Und wenn du das Item nicht hast, kannst du das nicht kriegen. Okay, dann gehen wir auf Rocket. Das heißt, wir schießen jetzt Rockets anstatt Nails. Seht ihr das? Das sieht ja komplett crazy aus. Okay, ich level jetzt mal ganz schnell hier die Projectiles hoch. Ich klicke einfach immer das erste und guckt euch das bitte an. Wir schießen jetzt einfach Raketen. Das ist total die geile Mod. Das ist wie der Ancient Monkey, aber viel cooler. Der hat ja komplett gekocht. Der hat ja absolut gekocht, der Typ. Was? Okay, Bomb. Das macht mega Bock. Nochmal Bomb. Okay, wir werden jetzt Bomb Power leveln. Ich mach mal 100-fachen Speed rein. Und wir Power leveln jetzt erstmal alles auf 1. Zack, 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 zack. Ich sehe nicht, was ich upgrade, aber es ist auf jeden Fall crazy. So, wir sind in Runde 88. Und vom Schaden her haben wir hier absolut keine Herausforderung. Es ist insane. Wir haben auch mittlerweile 700.000 Pops. Okay, ich will Bombe auf jeden Fall auf Maximallevel noch. Jetzt haben wir gerade Bombe nicht bekommen. Was haben wir denn am höchsten? Tag haben wir am höchsten noch danach. Okay, dann leveln wir weiter Tag. Also wenn da irgendwas in die Reichweite kommt, rastet der so völlig aus. Das ist so krank. Magic als nächstes. Bomb haben wir jetzt auf 9. Okay, nochmal einmal Bomb. Bomb auf 10. 50% mehr Damage, 25 Attack Speed, 50 Pierce. Okay, aber die Bomben, die fliegen halt nicht so schnell ab. Das sieht so krank aus. Guckt euch das mal im langsamen Modus an, wie riesig diese Bomben sind, die der wirft. Das ist komplett krank. Da ist der BAD. Guckt euch unten links den BAD an. Zerstören wir ihn? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf Tag. Tag auf 10. Death Zone Evolution. Item Required Dart Stock. Okay, wir gehen auf Tag Evolution. Okay, wir haben Tag Evolution. Was passiert hier bitte? Ich kann es nicht sehen, weil ich die ganze Zeit diese Upgrades habe. Okay, das ist Epilepsie-Gefahr. Wir sind ja... Was zur Hölle ist mit unserem Tag-Shooter los? Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ich hätte jetzt bei der Mod echt nicht gedacht. Als ich das Icon gesehen habe, dachte ich so bei der Mod, okay, das ist wahrscheinlich noch nicht komplett fertig, aber das macht übel Bock. Also ist total geil. Mittlerweile dauern die Level auch sehr lange, merke ich gerade. Ich gehe mal hier noch auf Magic. Also die Mod hier, die werde ich auf jeden Fall die nächsten Male sehr, sehr viel spielen. Sehr, sehr viel. Das ist wirklich sehr krass. Ich will Magic als nächstes auf 10 leveln. Also gehen wir hier nochmal drauf. Und come on, level up bitte. DDTs geben echt nicht so viel Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Ah, wir haben kein Magic bekommen. Das ist natürlich jetzt doof. Dann gehe ich auf Shuriken. Ja, jetzt Magic. Okay, wir brauchen noch einmal Magic und dann können wir Magic Evolution machen. Da ist the Magic Evolution. Fireball. Item Required Monkey Industry. Okay, perfekt. Sehr geil. Ich weiß jetzt nicht, was die Magic Evolution macht. Als nächstes machen wir Shuriken hoch. Was macht die Magic Evolution? Was schießt die? Ich kann es nicht genau sagen. Wir schießen Bomben, Shurikens. Schießen wir Glue? Sieht so aus, als wenn wir Glue schießen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Nee, ich kann es nicht sehen. Welche Magic-Attacke schießen wir bitte? Ich glaube, man sieht die Magic-Attacke erst, wenn er näher dran ist. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, man sieht die Magic-Attacke erst, wenn er näher dran ist. Okay, dann gehen wir weiter Shurikens leveln. Wir haben Shuriken auf 8, wir brauchen noch 2 Level. Oh, die ZOMGs geben gut EP gerade. Sehr, sehr gut. Die Runde 111 war crazy, was Erfahrung angeht. Okay, Shuriken auf 10.
ein Level noch und dann können wir vielleicht Shuriken evolven. Ich weiß es aber nicht. Kann sein, dass wir dafür ein anderes Item brauchen. Und zwar brauchen wir... Ja, doch, können wir. Wir brauchen Blacksmith dafür. Sehr geil. Okay, wir evolven Shurikens. What? Wie crazy ist das, bitte? Wie crazy ist das? Hä? Was? Das ist ja gar nicht vergleichbar mit den anderen. Das ist komplett overpowered. Hä? Das ist wirklich geisteskrank. Okay, dann als letztes Dart mal auf Max machen. Und ja, Leute, ich kann euch nur sagen, wer Epilepsie hat, der sollte jetzt wahrscheinlich das Video beenden, weil das hier ist, das kann nicht mehr gesund sein für die Augen. Das ist, ja. Ich skippe auch mal, bis ich die 10 Upgrades habe. Wir müssten jetzt eigentlich gleich evolven können, wenn wir Level Up kriegen. Wir sind in Runde 131. Es sieht wirklich geisteskrank aus, was hier wieder abgeht. Also der Modder hat echt ultra gekocht. Und wir kriegen, ja, Lightning Bolt, Dart Evolution. Ich kann aber leider nicht sehen, was es macht, weil die Tech Evolution, nee, war das die Shuriken Evolution? Die Shuriken Evolution ist einfach mit Abstand das, was am stärksten ist. Das ist komplett crazy. Okay, ich glaube, wir haben alles evolved, was geht. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt ein Level Up kriegen. Ich skippe mal ein bisschen vor, dass das hier ein bisschen schneller geht. Und es passiert gar nichts mehr. Also wir können jetzt, ist ja auf seinem Maximum Level. Und ich teste das Ganze mal, beziehungsweise nein, wir beenden das Video hier. Ich teste nicht die höchste Runde. Wir werden, vielleicht kann ich das machen, dass ich 3 Vampire Monkeys platzieren kann. Und dann werden wir irgendwann mal testen, welcher der 3 Vampire Monkeys, die wir aktuell haben, der stärkste von allen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Mod feiert oder nicht. Und ob ich dazu noch ein Video machen soll und die beiden anderen vorstellen soll. Das soll es gewesen sein. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein und ciao.